Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mod. Und heute wollen wir uns darum kümmern, dass wir bereit sind für die blauen Fläschchen. Beziehungsweise für die blauen Fläschchen werden wir noch einiges anderes benötigen, bevor wir da hinkommen. Denn dafür brauchen wir die erweiterten Schallkreise und die benötigen die Phenolic Boards. Das wäre nicht mal so schwer. Aber ich glaube, ja. Für die Transistoren brauchen wir Kunststoff und Silikon. Und Kunststoff haben wir, aber Silikon haben wir nicht. Das machen wir aus den Silikon-Tabletten. Und das machen wir aus Quarz, Carbon und Calciumchlorid. Und das bekommen wir aus... Aha. Was ist der beste Weg? Vielleicht das hier, weil Chlor haben wir bereits und den Wasserstoff, den werfen wir weg. Das heißt, wir können das kombinieren. Und Chlorwasserstoff bekommen und aus Stein bekommen wir Limestone plus Carbondioxid. Ich glaube, wir müssen. Wir brauchen ein paar Förder für Quarz. Ein Auto wäre auch fein. Wenn ich mich mal unterwegs begeben muss. Machen wir erstmal zwei Förderer von der fortgeschrittenen Variante. Hier oben haben wir etwas Quarz durchmengt mit Kupfer und für den Moment werden wir das nach oben führen und hier oben die Quarzverarbeitung machen und hier unten da haben wir das Chlor und den Wasserstoff. Ich denke, das kombinieren wir hier unten und leiten dann den Chlorwasserstoff, den nehmen wir nach oben, wo wir ihn verarbeiten können. Wir machen einen meiner hierhin, einen meiner dahin. Hier ein Band durch. Teiler und Kupfer nehmen wir gleich auf die Seite. Und legen das hier hinten mit aufs Band. Und natürlich zu wenig Förderbänder. Gut, ich denke, ich sammle einfach mal die Materialien zusammen, die ich da so brauche. Und dann können wir sehen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Ich denke, wir beginnen hier unten mit der Produktion von Kohlewasserstoff.
und ich habe hier mal zwei Tanks hingelegt. Was wir noch machen müssen ist, wenn wir zu viel von dem Wasserstoff haben, dann wollen wir da uns etwas Luft verschaffen. So, wie viel passt da denn rein? 25k. Das heißt, wenn wir Wasserstoff haben, Wasserstoff mehr als 24.000 K, dann pumpen wir da etwas Strom dran und das sollte jetzt sich auffüllen bis fast ganz voll und dann können wir das gut hier wollen wir dann Chlorwasserstoff produzieren. Das machen wir so, dass wir hier schön auf dem Band sind. Dann brauchen wir Untergrund. Wasserstoff, das pumpen wir auch in einen Tank und dann ziehen wir das Ganze mit Untergrundrohren hoch, von denen ich wahrscheinlich zu wenig habe. Aber wir können uns ja mehr davon bauen. Ah, nicht allzu viel. Aber derzeit ist unser Kupferverbrauch noch nicht allzu groß. Das heißt, wir können durchaus etwas Kupfer vom Band nehmen und das in Röhren investieren. Dann hier oben. Da ist der Loop für Kupfer fertig geworden und es staut sich hier bereits. Und für die Verarbeitung oder die Herstellung von Silikonplatten brauchen wir Elektrolyse und ich habe 4 Stück davon. Das so. Dann klicken wir hier rein. Brauche wahrscheinlich auch ein paar normale Rohre. Und was andere, was wir da noch brauchen. Carbon und Calciumchlorid. Machen wir das hier auf der Außenseite hoch.
dann hier. Da müssen wir Carbon ranbringen. Machen wir hier auf dieser Seite. Da. Das zweigen wir dann einfach mal hier ab. Ziehen das nach oben. Ohne hier Untergrundbänder zu verschwenden. Da haben wir Carbon und das machen wir in der Chemiefabrik. Chemiefabrik. Solchen platzieren. Dann sollte sich das alles aufgehen mit dem Strom. Müssen ist, hier brauchen wir auch einen Ventilator für das Gas. Sowas und mehr Kupfer. Mal schauen. Ja. Ist unsere Pumpe. Und die könnten so nahe beieinander stehen, denn wir haben keine Flüssigkeit, die rein oder raus geht. Das heißt, die könnten dann auch so stehen. Das funktioniert. Und natürlich müssen wir da auch was rausknicken. Das machen wir hier mit den äußeren.
haben wir hier ein Band von der solchen. Und dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass unser Chlor, Wasserstoff, dass wir den bis da nach oben hinbekommen. Das ist unsere Leitung. Und denke hier an dieser Stelle, das ist ein günstiger Ort, um da horizontal rüber zu gehen. Müssen wir wahrscheinlich hoch, damit wir da den Rang finden. Ein bisschen um die Ecken. So. Das müssen lange sein. Hier ist uns wieder mal eine Klippe im Weg, die wir aber mit dem Sprengstoff beseitigen können. Und dann brauchen wir hier Stein. Stein. Hier hoch. Was? So geht das nicht. Untergrund. Und da brauchen wir noch einen Verarbeitungsschritt dazwischen, denn wir brauchen Limestone und nicht Stein. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, machen wir in der Chemiefabrik. Da rein, da raus und dann blasen wir den
in Kohlewasserstoff einfach in die Luft. Denn wir kümmern uns nicht um Umweltverschmutzung. Ich bekomme das nicht hin mit einem Strommast, dann verwenden wir zwei. Ist ein bisschen langsam. Wo bleibt unser Carbon? Oh. Vielleicht werden auch gelbe Untergrundbänder hier angebracht. Sehen. Ab hier werden wir auch Strom benötigen. Sein, ja, die Untergrundbänder in der richtigen Länge zu montieren. Ja, da kommt das Carbon. Vielleicht brauchen wir hier Chemiefabriken mehr, um die eine genügende Anzahl an Limestone hinzubekommen, und natürlich habe ich schon wieder keine Förderbänder, aber wir sollten unsere ersten Silikonstangen bekommen haben. Ja, da sind sie. Und damit können wir dann Silikonweber produzieren. Gut, ich baue das noch fertig. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir, wie wir dieses Projekt fortsetzen können. Also, bis dann und tschüss!